Eine neue flog gleich. Diese Bachelorgirls mussten gehen. Für sie ist der Zickenkrieg vorbei. In der aktuellen Bachelor-Folge ging es weniger ums Flirten, als um zahlreiche Streitereien zwischen den Mädels. Da können sich die ausgeschiedenen Girls fast freuen, dass sie in dem Flirtzirkus rund um Daniel Wülz nicht mehr mitmischen müssen. Gleich drei Ladies schickte der Junggeselle in der dritten Woche nach Hause. Der Konkurrenzkampf umnimmt mächtig Fahrt auf, nach den ersten Dates kristallisieren sich so langsam die ersten Favoritinnen heraus und dementsprechend größer wird auch das Gezicke unter den Frauen. Vor allem Sofia von Wrese ist mittlerweile vielen Damen ein Dorn im Auge. Während einige TV-Beautys noch gar kein Rendezvous mit dem Immobilienmakler hatten, durfte die Blondine ihn sogar schon zweimal treffen. Dabei küsste sie den geborenen Neuseeländer nicht nur, sondern bekam auch gleich eine Rose vorweg. Und es kam noch schlimmer, zwei neue Ladies stießen zu der illustren Singlerrunde hinzu und mischten das Kuppelgeschehen damit ordentlich auf. Für eine war das Liebesabenteuer aber auch sofort wieder zu Ende. Christina Baum musste ihre Koffer gar nicht erst auspacken. Sie schien Daniel sogar nicht zu gefallen, denn er schickte sie noch am ersten Abend wieder nach Hause. Neben ihr mussten auch und Isabella Papadich die Bachelor-Villa verlassen.